Ja, also Marco, das wird immer häufiger. Langsam ist es nicht mehr lustig. Nee, 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 nee. Mit G. Was ist das jetzt? Ist es Uranium oder ist es jetzt ein Kristall? Baust doch einfach ab. Ja, habe ich ja schon. Und festgestellt, dass Aber es. krass hier mit Tagget, wie viel Zeugs man findet. Ja, ne? Och Mann. Schade. Tagget in real Schon life. wieder Diamanten gefunden. Och Mann. Ist ja echt schade. Ich bin hier Drei. voll krampfhaft dabei, Vier. welche zu suchen. Vier Stück. Diamanten. Wie fährst du? Keine Ahnung, die sind überall im Lavasee, muss ich mich erst hinbauen, aber Die Frage ich ist, habe ob wir auch welche. alle abbauen oder ob wir jetzt erstmal dezent irgendwie zurückhalten mit dem Abbauen und gucken, ob wir eine verzauberte Spitzhacke haben. Ob wir da vielleicht FER Glück drin haben. Marco? Erstmal brauchen wir Level, dann brauchen wir Obsidian und dafür brauchen wir Diamanten. Dann brauchen wir Leder für ein Buch und halt die Level. Marco, wenn du jetzt stirbst an der Lava, dann lache ich dich aus. Nur mal so als Vorwarnung. Wenn es hier gleich steht, Oh. Marco tried to swim in Lava oder sowas. Diamanten. Alter! Auf mich neidisch zu machen. Ich finde Diamanten nie. Meine Schwester findet 10.000 von den Dingern. Und ich finde keinen einzigen. Ist deine Schwester Marfko? Nein. Hast du ein Glück? Marfko ist doch kein Mädchen. Hust. Ach so. Hust. Irgendwie hast du dich irgendwie angewöhnt, glaube ich, wa? Ja, du bist echt beeinflussend. Beeinflussend. Ich bin ja auch gerade in so einem Ja. Fluss. Oh, was für eine schlechte Überleitung. Aber hallo. So Extra für ein dich. Lavafluss. Extra für mich. Wie nett. Ja. Ja, na Oh, klar. ich habe sogar zwei Adern, die aber. Echt? Bei Yep. mir fließt mehr Blut da drin. Ah, ich hab auch gerade gesagt, also ich habe auch gerade gedacht, so eine Art wie du. Ja. Ja. Ah, Boah, das war jetzt wichtig. wir sind halt keine Schwester. Sag mal, wo seid ihr denn alle, dass ihr so viele Diamanten findet? Ausgenommen Mark. Alter, Ja. das machst du mit Absicht. Okay, Was? das waren jetzt nicht besonders viele, aber. Wie viele Diamanten hast du bis jetzt? 10.000. Drei. Also mache ich dich für drei insgesamt verantwortlich, weil die ja definitiv verloren gehen werden. Wir kennen dich halt. Ach, sehe das Optimistische in dieser Welt. Du hast sie wenigstens gefunden, gebe ich dir recht. Ja, das Optimistische ist, dass sie wenigstens vorhanden waren. Waren, ja, für die richtige Zeitform. Waren. Ganz genau. Marfko Ich merke versuchte, schon. in Lava zu schwimmen. Oder killt bei Alter! Spider oder so. Ey, neben mir ist gerade eben ein Creeper gespawnt. Ich schwöre, dass er neben mir gespawnt ist. Uah. Komm. Ich hab'n Spawn hören. Wer hat denn hier einen Ofen hingestellt? Ich. Ich hab da irgendwie mein Eisen drin geschmolzen. Nice one. Um eine Eisenspitzhacke zu schmelzen. Logischerweise schmelzen. Zu bauen. Auf der Höhe, wo Ey, du hier jetzt weiter. rumrennst, da kann ja auch kein. Also ich weiß, den Ort habe ich gefunden, wo du dein Creeper-Rendezvous hattest. Rendezvous. 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 Aha, Spanisch. Man muss einfach nur Französisch-Deutsch aussprechen, so wie es geschrieben wird, und schon ist es Spanisch. Na Wahnsinn, neue Erkenntnis. Rendezvous. Ja, ich glaube, damit könnte man jetzt ein bisschen rumtricksen. Ja, klasse. Oh, hier ist Leder, weil ich es weggeschmissen habe. Och, komm jetzt. Mann, sei doch nicht so lahmarschig hier. Ich hasse dieses Wasser. Bäm. Jetzt ist Ja. das Wasser aber traurig, dass du es beleidigt hast. Ja, deswegen wird es jetzt auch Was laber ich schon aufhören. wieder für einen Stuss, ey? Der ganz normale Wahnsinn. Das ist der Grund, warum wir Likes haben. Ach so. Weil du Stuss Ah. laberst. Oh. Ist das gut oder ist das schlecht? Das ist Fledermaus. Keine Ahnung. Beste Begründung, die ich jemals gehört Wir habe. laufen hier Das aber ist. auch, wir laufen hier rum wie die letzten Irren und keiner findet den nächsten, oder? Ach doch, ich hab dich schon gesehen, aber ich bin ja extra Weggerannt. weggerannt, genau. Wobei es Das. eigentlich ein Garant ist, dass du neben mir irgendwo auch Diamant finden würdest. Oh. Entschuldigung, der war jetzt nicht so gemeint. Nö, nö. Dö, dö, dö.
Ich meine, neben Marvko bist du auf jeden Fall, hast du auch eine Möglichkeit, Diamantfliegen zu sehen in die Lava. Ich baue hier ein ganz kleines bisschen Eisen ab. Und direkt dann, da ist so ein hässlicher Creeper und überrascht mich. Oh, und das ist so ein roter, Chili-Creeper. Hey. Keine Ahnung, die brennen besonders, wenn man sie ausscheißt. Den muss... Ich hab ihn gehört. Ja, das war er. War das wieder deiner, ja? Hm? Naja, Marvko, wenn Marvko einen Creeper bei sich hätte, der wäre sofort... Alter, was habe ich denn hier gefunden für einen kranken Scheiß? Ja, was hast du denn gefunden für einen kranken Scheiß? Ich habe einen kranken Scheiß gefunden, der sich ganz viele Smaragderze nennt. Yeah. Und was für einen Spawner hast du gefunden? Ey, ich habe eine Kiste gefunden. Melonenkerne, ja! Melonenkerne. Ja, cool. Cool, ja. Fressen. Ja. Unabhängigkeit. Freiheit. Hammer. Okay. Lass uns das Spiel weiterspielen. Jetzt musst du ein Wort mit Hai sagen. Ja, Haifisch. Nee, der war Fischkopf. Kopflos. Na. Alter, das ist blöd. Lostrommel. Eine Lostrommel? Genau, Trommelwirbel. Marvko könnte auch mitmachen. Wirbelsturm. Also, das ist zu doof. Aber, Das ist nicht doof, das ist unterhaltend. Sturmtief. Tiefer. Das geht gar nicht. Das ist schlecht. Okay. Tiefschuss. Was? Tiefschuss. Okay. Es gibt einen Hochschuss, also gibt es auch einen Tiefschuss. Und einen Schuss in den Ofen. Ja, genau, richtig. Hey, jetzt wollte ich gerade sagen Schusslichkeit, aber... Oh komm, da müsste ich ja eins mit Lichtkeit finden. Am Anfang. Hä? Alter, die Spinne ist voll der... Boah, Ninja. Ninja, was? Alter. Nur mit Schuss fällt mir jetzt gerade gar nichts ein. Schuss? Schusssichere Weste. Ja, ist doch kein eigenes Wort. Ja, es ist... Schuster. Du Schussel. Eliminator. Gibt's den? Keine Ahnung. Ein neues Wort. Ja. Na, ich weiß ja noch. Kommenator. Oder irgendwie so hast du auch mal geschrieben. Ah ja, irgendwas. Ja, du wolltest eigentlich Kommentar schreiben, aber... Ja, ich weiß. Ja, Tastatur hatte ich geliebt und... Ja, ja, mach mich jetzt ruhig fertig. Ja, meine gewalttätige Vergangenheit holt mich jetzt schon ein. Meine Wortvergewaltigung. Ganz ruhig, Braun. Nein. Jetzt bin ich leidlich. Ich finde nichts. Oh, ich hab den Mark gefunden. Eine Fledermaus. Noch eine. Ja, das ist meine Hausfledermaus. Wusstest du, also ich finde Mäuse total cool. Mäuse? Ich hab nur was raus. Ich auch. So ein habt ihr auch gerne in meinem Portemonnaie. Mäuse? Ja, ohne Ende. Boah, aber die kacken auch dann die ganze Zeit. Nee, die Mäuse sind recht stubenrein. Ach, naja dann. Doch. Im Gegenteil. So, ich mache jetzt hier einen Weg über die Lava mit sogenannten Holzblöcken. Mit sogenannten Holzblöcken? Ja, es gibt ja auch das sogenannte Internet, also gibt es auch die sogenannten Holzblöcke. Ja. Wir zerfetzen hier unten gerade mal extrem dieses ganze Ding, wa? Wie nennt man das? Ja, klar. Mine. Minensystem. Genau. Ist das Gold? Mal gucken. Ist das Gold? Wenn es Gold ist, ja. Welches? Ja, das ist Gold. Sag mal, du hast doch das gleiche Texture Pack wie wir auch, oder? Das Facts. Ja, genau. Das Unaussprechliche. Genau. Das, dessen Name nicht genannt werden kann. Ja. Feines Erben, nehmt euch in Acht. Tada. Also, da kommt schon eine ganze Menge Scheiße zusammen. Hey, ich bin wieder erschrocken, diese Fledermäuse, die machen echt einen hier. So. Normal. Aber hallo. Ich höre die ganze Zeit in meinem rechten Ohr einen Zombie. Ich habe auch die ganze Zeit einen Zombie gehört. Ein sterbendes Skelett. Ja, irgendwie die ganze Zeit immer. Hä? Und ich habe voll Angst, dass der mich in die Lava reinwirft. Ja, genau, der kommt und tackelt dich erstmal direkt in die Lava rein.
Ich weiß ja, wer so nett ist und immer Pfeile von der Seite auf einen schießt, beziehungsweise von Leitern. Ne, Spielpirat? Da gibt's ja solche Kandidaten. Hab ich auch schon gesehen. Ja, die sind in so einem Video. Sehr seltenes Exemplar. Ja. Ja, ist richtig. Oh, zack. Da starb er. Nein! So, machen wir das ja auch nochmal zu. Also ich muss dazu sagen, ich habe gerade kein Essen mehr und werde mich deshalb sofort selbst töten. Viel Spaß beim Suizid. Warum willst du dich selbst töten? Ja, ich habe hier schon alles gesichert. Komm doch mal her, du kannst deine Fressen haben. Komm her. Afko. Nein. So gelockt, wie so ein Hund. Hier. Ich hätte mich auch eben selbst töten können, runterkommen mit vollem Leben. Und es. Man isst doch jetzt einfach. Ich hab gesehen, das ist so eine geschlossene ich bin nicht so ein Arsch. Runde, die wir hier laufen können. Also. Ich hab angefangen. Ich hab angefangen bei den Lavasee, mich hier reinzugraben und jetzt bin ich wieder da. So. Aha. Total toll. Also man kann ja im Grunde immer eine Abbaurunde laufen. Wenn man Langeweile hat und sonst keine Hobbys. Ja. Übrigens hat jemand. Nee, ich hab kein Hobby. Oh, da ist ein Creeper. Na. Wer war das? Ach. Let's Play ist doch auch ein. Warum? Ich lasse die momentan immer explodieren vor mir, weil ich keinen Bock habe, meine Level und alles zu verlieren. Ah, die Fledermäuse machen so süße Geräusche. Alles klar bei dir? Nein. Ich merk schon. Ich bin Uranium-Ore. Ja, super einsammeln fürs Kraftwerk. Ideal. Idioten, sicher. Hat jemand eine. Nee, hat er nicht. Ich hasse es, hier rumzuschwimmen, wenn man nicht weiß, was hinter ihm ist. Bam. Und jetzt steht so hier, Spielpirat, try to swim in lava. Ja, wahrscheinlich. Oh, Kiste. Naja, nur mal so, weil du gemeint hast, hier rumzuschwimmen. So als Anspielung. Wir lassen einfach mal sämtliche Kommentare aus. Scheiße. Es gibt die lauten und die leise Lache. Auf jeden Fall hast du jetzt alle auf deiner Seite, Marfko. Alle. Die Diamanten hast du aber in die Kiste gepackt, oder? Oder hast du die wieder aus der... So am Rande, guck mal genau in den Chat. Warte mal, ich guck mal ein bisschen genauer in den Chat. Aha. Ich bin nicht gestorben, ich hab das geschrieben, ja? Oh Mann, mein Escape-Taste geht nicht. Okay. Na gut. Haha. Ich weiß ja nicht, habt ihr auch alle so einen Tastaturen zu Hause, wo die Escape-Tasten kaputt sind, so wie ich? Fremdschämen ist gerade angesagt. Finde ich auch, ne? Bäm. Ich meine, es könnte die Plus-Taste sein oder die Rauten-Taste, aber doch nicht die Escape-Taste. Ey, das ist doch so scheiße. Wie kannst du da vielleicht killen? Vielleicht ist da nur irgendwie so ein bisschen Kekskrümel oder so. Wie man es doch kennt. Man hat doch immer Kekskrümel irgendeine Tastatur. Das, da ich auch Kekse esse. Ich bin keksifiziert. Oder meine Tastatur ist keksifiziert. Wahrscheinlich. What the fuck ist keksifiziert? Naja, es gibt ja infiziert und dann gibt es auch keksifiziert. Das habe ich nie gerade gehört. Ein Schwein? Habe ich schon wieder mit meinem Gaumen hier komische Geräusche gemacht. Nee. Nee, das kam, glaube ich, in-game. Sicher? Ich gucke mir das Video an. Mach das mal. Ausnahmsweise guckst du mein Video an. Dankeschön. Du klickst geil. Dafür werden wir doch bezahlt. Dass wir ihn. Müsst ihr mal alles verraten. Und jetzt bist du kommen und immer schön auf die Werbung klicken. Ja, genau, richtig. Und möglichst überall anmelden. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Hier sind richtig viele Rohstoffe. Wie kann ich alle... Ich glaube, wir können langsam ist ja keiner mehr gefunden, oder? Synchron Oman zu sagen. Oh, ja. Wir kriegen es hin. Oh Mann. So tief komme ich nicht. Warum? Oh, ich geht. Oh, Marfka hat nicht verstanden. Ich dachte nicht. Ja. Oh Mann. Ich glaube, wenn ich dann mal groß und berühmt bin,
Ben, dann werde ich mich an diese Folge erinnern. Du wirst groß? Stimmt, Alter. Ich bin für mein Alter viel zu klein. Siehste? Wie groß bist du? 1,64. Bäm. Ich bin Ali 1,80. Ah, du bist 1,80? Du hörst dich viel kleiner an. Alter, du hörst dich wirklich klein an. Also nicht böse gemeint. Bei mir schon. Gibt hier auch nette kleine Leute. Ja, wie zum Beispiel... Mädchen. Die sind auch immer kleiner, aber auch nett. Hm? Naja, da kenne ich auch ein paar. Also eigentlich ein Kompliment, Marco. Oh. Ach Quatsch. Nur weil du nicht mitgedacht hast. Oh, verdammt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich hier rauskommen sollte. Könnte mich jemand retten?